so eine Scheiße. So, jetzt, pass auf. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Auswechselspieler-Kanal. Wir sind heute bei Osnabrück und zwar mit Emma Blömicke. Und mit Emma werden wir heute Cross-Country fahren. Richtig. Ja, wir werden jetzt erst mit dem Intervalltraining starten. Bergauf hauptsächlich. Danach werden wir ein bisschen zum Runterkommen Fahrtechniktraining machen. Aber auch da nochmal ein bisschen bergauf. Wird sehr anstrengend heute, glaube ich. Schauen wir mal, ja. Okay, auf geht's. Also wir stehen jetzt hier an meinem Intervallberg und werden ein paar Starts simulieren. Wir machen aber einen fliegenden Start, damit du mit deinen Pedalen nicht in Schwierigkeiten gerätst. Das ist das erste Mal Klickies heute. Und dann sprinten wir quasi 150 Meter und versuchen dann aber noch so schnell wie möglich bis zum Kopf des Berges hochzufahren. Auf die Plätze, fertig, los! Ich glaube, mein Start geht noch einen Tick schneller am Anfang. Aber dann bei mir ist dann irgendwann auf einmal komplett zu. Dann kamst du ja. Du fährst ja in dem Tempo noch weiter. Möglichst. Und bei mir war dann oben komplett dicht. Okay, machen wir gleich noch einen, ne? So, auf die Plätze. Los. Mann, nein! Wie sieht so ein Rennen aus bei dir? Wir haben eine Rennzeit von 90 Minuten und das wird auf einem Rundkurs von ca. 4 Kilometern ausgetragen. Und dann wird halt so ein bisschen vorher kalkuliert, wie viele Runden schaffen die Mädels wohl in 1,5 Stunden. Und dann bekommen wir diese Rundenzahl halt gesagt. Hatte 4 oder 6 Runden. Genau, 6 sind es oft. Ja. Und dann geht es halt quasi Massenstart los. Da geht dann die Anzahl der Mädels, 25 bis im Weltcup dann auch mal 70, auf einmal los auf die Strecke. Und am Ende ist dann, wer ist nach den 6 Runden als erster wieder da und überquert die Ziele. Beim Start und dann kommt Emma, boom, und zieht das Tempo einfach durch. Boah. So auf dem Trail stelle ich mir richtig wild vor. Du bist halt am Ende des Anstiegs schon blau, siehst nicht mehr ganz so scharf, und wenn ich mir dann überlege, was du vorhin meintest mit 20, 70 Fahrrädern auf einem engen Trail. Ja. Boah. Jetzt sind wir oben und das ist quasi der Trail, den wir jetzt gleich runterfahren. Ein, zwei Mal fahren wir die technischen Passagen und danach fahren wir ein Stück erst bergab und dann wieder sofort bergauf. Auf geht's! Nein. Hier wird der Unterschied ganz gut deutlich. Wahnsinn. Emma war es so. Ganz so schlimm auch nicht. Oh, ey, krass. Okay, geil. So, jetzt sind wir die komplette Sektion einmal gefahren. Also runter und bergauf. Und fürs Finale hast du dir noch was überlegt. Ja, jetzt machen wir uns mal einen Anstieg. Genau, weil es bei uns ja ums Bergauffahren geht. Dachte ich, suche ich da noch mal einen Kniffligen raus und da gucken wir mal, wie das funktioniert. Hier unten ist noch recht human und da oben wird es dann richtig knifflig, wurzlig, steinig. Ich würde vorschlagen, ich mache es dir einmal vor. Hoffe, dass ich hochkomme. Gut, dann let's go. Nein! Ja, woran lag? Ich muss einfach noch mal fragen, worauf ich achten muss, glaube ich. Gut, erster Versuch wäre jetzt auch zu schön gewesen. Worauf muss ich denn achten, um ganz fest zu kommen? Am besten versuchen, möglichst weit nach vorne auf dem Sattel zu rutschen. Du sitzt, ne? Ich sitze während der Fahrt, aber nicht mit vollem Gewicht. Also ich habe schon ordentlich Körperspannung, sodass also versuche mit den Ellbogen hier runter zu drücken quasi. Okay. Geht halt darum, Körperschwerpunkt möglichst weit vorne und nach unten. Ja, komm, nochmal. Es geht. Zweiter Versuch. Nein, Mann!
Ja. Ja, ja, ja. Mann. Ah, so eine Scheiße. Mann. Ich bin nicht aus den Pedalen rausgekommen. Okay, wir machen einen letzten Versuch. Einen letzten. Ich will das schaffen. Aua. Aua. Er wollte doch nicht so viel jammern. Aua. Ich will das jetzt schaffen, ey. Mann. So, jetzt, pass auf. Geil. Wunderbar. Das hat geklappt. Gerne. Oh, klasse. Ja. Ich treffe schon nicht mehr. So, so ist besser. Sehr gut. Oh, geil. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das Highlight hat jetzt zum Glück auch noch geklappt. Und nicht ja, schlecht. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Gerne. Richtig hat mir geil. Spaß gemacht. Super. Also schaut doch mal bei Emma beim Rennen vorbei oder probiert es einfach selber mal aus. Einfach Bike schnappen und raus. Dir vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao. Ciao. Da wird doch nicht so viel jammern. Ich will das jetzt schaffen, ey. Mann.